Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit dem neuen Charakter, dem Blade Hammerdin. Und jo, da habe ich noch eine Fähigkeit nicht. Das ist der Papier. Also, und jo, ich habe mich so ausgerüstet, diese Schuhe, die habe ich beim Primalist mit Totem, also das ist Schamane gewesen, genau. Ne? Und diese habe ich während dem Leveln gefunden. Ist ja typisch so für einen Sentinel und ja, Paladin oder so. Forge Guard und Void Knight. Jo, und danach ja, ging es ziemlich gut nach oben. Und der Bild ist recht stark. So, wir müssen kurz, bevor wir Gameplay zeigen, noch ein neues Ding machen. Ich muss kurz die Katze rausnehmen, wenn das noch ladet. Hey, habe ich überhaupt gedrückt? Ich brauche mehr Geld, okay. So, dann läuft sie noch so mega langsam und bleibt stehen in der Türfall, also zwischen der Tür. Also, wie machen wir das jetzt? Wo haben wir noch Platz? Wir haben keinen Platz mehr, deshalb habe ich hier auch so viel. Ah, sie wird halt immer wieder teuer. Ich dachte, es reicht noch. Bin halt richtig, ja, viel und schnell am Leveln gewesen. Ich habe gar nicht mal so Zeit gehabt, mich vorzubereiten. So, also. Gut, eben der Bild ist wirklich mächtiger als die anderen Builds, die ich jetzt schon gezeigt habe in letzter Zeit. Also, und zwar habe ich hier auch schon so weit gespielt, dass ich gleich die Hauptquests machen kann. Und ja, also, es geht darum, dass wir eigentlich mit mehreren Hammer, drei oder vier pro, ich glaube drei sind es, da die ganze Zeit drücken und ja, bei den Gegnern sind und sie dadurch schaden. Durch die Hits bekommen sie Bluten und der Blut, das Bluten macht den Rest. Und ja, das ist eigentlich sehr easy. Das ist ein so No-Brainer-Bild. Richtig toll, richtig angenehm. Ja, ich liebe den Bild. Er ist nicht so ja, aufwendig zum Spielen. Muss eigentlich die ganze Zeit nur zu diesen roten Balken laufen. Ja, gar nicht mal so auf die Gegner, sondern auf die roten Balken. Und durch den Stun und so sind die Gegner wirklich easy. Wenn halt ständig. Oh, das gibt so einen Ruckler irgendwie so. Ja. Wir springen von den Animationen eher. Genau. Ja, das ist unser Bild, damit wir auch mal ein bisschen weiterkommen. Der Drago hat sonst aber zu wenig Zeit, um wirklich weit zu kommen. Also Builds, die brauchen so intensiv lange, bis man einfach weiterkommt, weil man immer sehr lange warten muss auf das nächste Item. Es droppt so schlecht und dadurch kommt man einfach irgendwann mal einfach nicht mehr weiter, weil man einfach intensiv viel mehr Zeit investieren muss. Und das ist jetzt das Problem auch wieder gewesen beim Weinstruiden. Er hat einfach diese zwei Bosse in den Monolithen Lagon und Emperor of Corpses halt jo, nicht geschafft. Er kam nicht mehr weiter. Und deshalb mussten wir jo, jetzt wieder einen neuen Bild machen. Und der andere, der Meteor-Bild, der ist halt wirklich noch nicht ganz so ready. Es fehlt an Substanz oder so zwischendurch. Er muss hitten und wenn er nur einen Gegner hitten kann, generiert er zu wenig Ward, um zu überleben. Also er verliert man einfach live. So, da oben ist auch noch einer, okay. So. Ja, nehme ich mit. Ist ein bisschen wenig die beiden, aber so ein Doppel habe ich jetzt noch nicht so viel gefunden. Aber der Intention und Life.
Leben und Schild, Regeneration von, ja, Energieschild sozusagen. Auf Deutsch Wort heißt halt einfach nur Schutz. Ein Schutz ohne Schild. Schütz mich, du Schild, du. Kannst du sagen. Ja, die Water Retention ist viel zu schlecht. Sie geht viel zu schnell runter. Aber das wurde ja auch genervt. Deswegen nerven zu sagen. Allzu schwer, Wort aufrecht zu hören. Aber wenn man so eine gute Regeneration hat, schon gut. Aber man muss mehrere Gegner treffen. Und vor allem bei Bossen ist es natürlich ein Portal, die alle ganz schnell einfach sterben. Ja, der Schaden, der geht mit dem Schild dann hier rechts unten, dann natürlich in die Höhe. Aber das sind noch 10 Level. Das können wir leider nicht so schnell erreichen. 65 und wir sind 56. Okay. Wir bauen die automatisch auf. Das sind dieses Sigils of Hope bei Tod vom Gegner. Also je Tod hat man diese Chance. Und das Schild ist immer aktiv, die Holy Aura. Das ist nicht ein Schild, das ist eine Aura. Und kann ich aktivieren, dass ich irgendwie dreimal so gute Bonis bekomme vom Schild oder so. Und bestimmte Effekte auch. Genau. Ja, dass wir so schnell sind, haben wir. So, ja, das ist recht bequem hier. Viel Physical Damage brauche ich nicht auf diesem Weg. Also schon, aber ich brauche andere Effekte, die ich schon habe. Void Damage, okay. Auf Melee. Ja, also ihr habt gesehen, bei ganz zähen Gegnern wie diese Dinge ist der Beat ein bisschen schwach. Dieser Totem da, bei anderen Gegnern so wie schnell als am Ende. Schön die Gegner massakrieren. Und dieses Schild, wie heißt das? Schild Rush? Ist dann mega schnell. Andere. Teleportskills und so, Sprungskills, sind noch viele andere. Und die Reichweite ist unendlich, das ist das Geile. Schon ein bisschen OP, aber ach komm, das macht mehr Spaß dafür. Man muss ja nicht immer die Herausforderung haben. Man tut lieber noch ein bisschen ins Hoch bis zum Emperor of Corpses und macht den halt dann ziemlich down. Okay, der ist noch nicht da. Skorpione, geil. Ich mag die Skorpione. Ah, da hinten sind noch. Jetzt kommt er hier. Herr Huste. Hey, da bin ich ja. Hallo, wo bist du? Ist das ein komischer Totenbeschwörer-General? Nein, haben wir irgendwo ein Boss, ein Ding nicht, ein Gegner nicht besiegt. Buggy? Kann das sein? Ich bin ja schon lange hier. Also was müssen wir hier noch? Dann haben wir das gleich, den Skill. Ist hier ein Gegner? Ist hier ein Gegner? Vielleicht ist hier noch ein Gegner. Ja, oh Gott. Sachen, also Gegner, die einfach beschworen werden. Ja, die einfach auftauchen aus dem Boden, genau. Und jetzt sollte es gehen. Hä? Wieso bin ich jetzt auch nicht gesprungen? Also gerutscht. Jetzt, also geht doch. Meine Güte, zeig doch an. Oh, ich habe den Gegner nicht gekillt. Ja, die Entwickler, die machen halt alles ein bisschen
hastig vergessen, Sachen einzufügen. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen sind nicht so gut bei dem Entwickler, die so viele Probleme machen. In der Türkei ist wahrscheinlich alles auch ein bisschen strenger. Also, geschafft. Also wir haben eine Türkin hier unterwegs und sie sagt, Arbeitsbedingungen, ja, die Chefs sind dann manchmal brutal. Dass sie da so richtig hetzen. Und die Arbeiter sind arme Schweine. Aber ja. Das ist ja nicht die Schweiz oder Deutschland, wo richtig geschaut wird. Auf Arbeitsbedingungen. Wo die Leute immer kündigen oder rausgeworfen werden, wenn sie einmal nicht Leistung bringen. Also einfach so vom. Was man arbeiten kann, was man darf, was man machen muss und so. Das ist in der Schweiz und in Deutschland nicht so schlimm. Sie werden einfach, wenn irgendwas schwer ist, dass es einfach kündigen. Meistens. Ja, finde ich ja so trotzdem wieder eine Arbeit. Das ist wahrscheinlich in der Türkei und andere Länder, die. Also der, wie heißt das? Jetzt weiß ich den Namen nicht. Diktaturisch, genau. Einfach eine Silbe vergessen. Doch schon ja, schwer, oder? Also umzusetzen. Aber in einer Demokratie, wo alles gut läuft, ist doch super. Weil es halt die Menschen wählen. Ja. Lied geht richtig schnell runter auch wieder. Aber wir können tanken. Also es ist leider nicht so stark bei diesem Boss noch. Aber wir sind eben nur Level 56 oder 57 jetzt. Das dauert halt. Ich sag die Aura. Ja eben, es tut kein Mana auffüllen. Also nur ganz wenig Mana auffüllen, dieses Rebook. Wie heißt das? Rebook. So, jetzt nochmal Vollgas. Oh, der Ring. Geil. Habe ich schon zwar schon 4-5 Mal, aber ist doch toll. Wenn der Ring. Ja, ist gut. Eigentlich Unix. Large, Grand sind beide flach. Ich brauche die viereckigen. Ja. Also, dann gehen wir weiter. Schön, das war jo, einfach ein bisschen längerer Bosskampf, aber er war toll, ich musste nicht ausweichen. Ja, könnte besser gehen. Aber ich bin eben jetzt direkt nach Akt 7. Also Akt 7 ist nicht mehr fertig. Direkt einfach reingegangen, haben ein paar Echos gemacht und jetzt ist einfach der Bosskampf gewesen, noch ein bisschen zu früh vielleicht. Hätten wir noch ein bisschen warten müssen eventuell. Jo. Genau, er ist aufgestanden, also. Ich habe recht lange noch bis in die Nacht gespielt. Bin fast ein bisschen überhastig, ein bisschen zu viel gespielt, zu schnell gespielt. Hauptsache, wir haben wieder ein Bild, wo wir wirklich auch vorwärts kommen. Und jo, ich euch das restliche Gameplay auch noch zeigen kann. Also sobald wir Level 65 sind, geht es eigentlich hoffentlich schon sehr gut weiter. Ist es Last Ruin? Nein, das ist irgendwie wie heißt es? Ja, wir müssen doch nochmal schauen, kurz. Jetzt den Namen nicht gerade. The Last Emperor oder so heißt es gerade. Weil wir müssen zu Last Ruinen, das ist nicht das erste, das ist das dritte. Ja, das
Ja, schon das dritte, das zweite rechts einfach ging. Der kann gar nichts machen. Geil, wir haben Gold. Wir können bald wieder ein Lagerfläche kaufen. Oh ja. Bisschen mehr Damage. Easy. Okay, wo sind die da? Die Feuer, die machen nur was anderes mit so großen Augen. Es macht einfach Spaß, wenn das Gameplay schneller ist. Das ist so geil. Den gerade Tunnel ist natürlich wunderbar. Zum Vorwärts kommen. Leider haben wir hier ein bisschen zähere Gegner. Wir können ja aufsplitten. Ja, man merkt schon, dass er noch ein bisschen low ist. Die Gegner also so ein bisschen übermäßig HP haben. Hallo, Mana, nicht schlafen. Ich tue noch den Dodge, den Ausrüstkill benutzen. So, lieber nicht zu viel Mana verbrauchen. Gehen wir lieber auf zu dem zuerst, wenn hier nicht direkt durchkommt. Okay, ja, lieber auch zu dem rechten. Ah, so müssen wir in den Gockhöhle. Eigentlich ist es näher links. Den zu holen ist, ne? Ja. Weil rechts ist dann eine Sackgasse, dann müssen wir alles wieder zurücklaufen. Lieber hier oben den zuerst holen. Diese Eishöhle ist einfach nicht gut designt. Die dauert länger als die anderen Levels ringsum und auch immer nur Lütchen. Ist nicht gut. Ist zu lange, zu groß. U-förmig, also so C-förmig ange. Ja, erstellt hat. So, endlich! Ah, es geht mir das gleich dann noch. Dann habe ich einen Rettungskill, falls ich mal viel Schaden bekomme oder sterbe. Übrigens noch nicht gestorben. Der Fluss ist oben rechts. Und ja. Ich habe sehr wenig Physical und Giftresistenz gehabt, als ich hier zu einem Monolithen ging. Hab das aber noch ein bisschen höher gemacht, so auf 20% oder so. Und es geht schon ziemlich besser mit dem Leben verlieren, also weniger Leben verlieren. Genau. So. Hauen die immer ab. Als würden sie automatisch immer nur abhauen wollen. Das sind meine Hämmer, die musst du kuscheln. Sonst kriegst du keinen Damage. Die hauen immer ab und von sterben wegen Bluten. So, also. Das ist wirklich ein Kacklevel. Die schlimmsten Gegner sind hier. Ah, ja, Akt 8 war wirklich so ein Tiefpunkt der Serie. Das ist einfach der schlechteste Akt mit den schlechtesten Gegnern. Siege Golems zum Beispiel waren ja anfangs so übermächtig, dass du niemals, nur niemals, einfach gar nicht drin sein konntest in den AOE-Ankündigungen. Du warst sofort tot und der Cooldown war viel zu niedrig. Du hattest nur wenig Zeit, dem AOE auch zu entfliehen zuerst. Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal sah, diesen großen AOE, ich konnte ausweichen, aber ich
Ich war so baff von diesem riesigen Gegner, dass er mich dann beim zweiten Mal doch getroffen hat. Hat mich, glaube ich, aber auch nicht getötet. Das könnt ihr, glaube ich, nachschauen. Einfach mal die alten Folgen irgendwie schauen. Also die vor diesem Gameplay-Start der Serie gemacht wurden. Vielleicht findet ihr sie noch. Ich glaube, man kann immer in den Kanälen auch suchen noch. Oder muss man immer oben in der zentralen YouTube-Suche suchen. Auf jeden Fall einfach meine Videos mal ein bisschen durchsuchen nach Schlagwörter. Ich finde ganz viele alte Videos. Weil ich auch noch nicht die Playlists gemacht habe. Ich habe spät mit Playlists angefangen, habe aber ich habe ziemlich viele auch spät noch in die Playlists getan. Ihr findet da immer gut alle Videos. Also ich schaue, dass jedes Video eine Playlist verdient. Irgendwo einen Platz in den Playlists hat. Ja, so ein Avalanche richtig gut zu tanken, das ist einfach geil. Also kein Schaden. So, der Level. Ah, du kommst. Okay. Ich mag dich, du bist ein cooler Gegner. Das sagen ganz viele im Forum. Nein, das ist ein Kackgegner, aber ich finde ihn irgendwie cool. Vor allem, er kann ja auch nicht diesen Teil einsetzen, diesen großen Laser. Der Orbital Laser mit Drops und so Zeugs. Weil ich ihn die ganze Zeit schlage. Schlage, schlage. Portal, komm hier hin. Ich will nicht laufen. So, also. Was haben wir denn hier? Hammertroll. Was haben wir für Zahlen? 21, okay. Also 22 jetzt. Also. Ich möchte noch hier investieren. Hier. Was bieten wir müssen erhöhen? Okay, ich sollte den Damage zuerst. Gut, dann mache ich hier Damage hoch und hier mache ich hier hoch Entrance Threshold. So, aber da muss ich schauen, da muss ich nachschlagen. Okay, da oben kein Health mehr restored, okay. Machen wir doch Void Drift. Nein, machen wir das zuerst. 2 und 1. So. Machen wir das dann noch höher. Okay, ich weiß wie. Also, das nächste. Haben wir ein neues Item? Nein, wir haben nur das nächste Item, dieses Schild. Alles, ah ja, da. 62. Noch 5. Okay. Ja, wieso kommt jetzt immer diese Höhle? Diese Höhle oder die andere, die vorher war? So weit weg. Die Gegner sind ja weit weg. Muss nicht. Diese Beschwörungen haben halt zu große Sichtweite, das stört. Stört den Spiegel. Ja, ich kann sagen, was ich will, aber das Spiel leidet einfach an der Unfertigkeit. Es viele Sachen, wie zum Beispiel diese ja, beschworenen Skorpionen auf vier Beinen eher so.
Hat einfach zu viel Reichweite noch haben. Diese Gegner finden. Das gehört im Spiel bloß. Und dass manche Gegner zu viel Schaden machen, wenn man mal nicht ausweichen kann. Die Entwickler wissen ganz genau, dass man nicht immer ausweichen kann. Aber so Emperor of Corps dann direkt natürlich so viel Damage machen, dass man stirbt. Es ist einfach so, als würde der Entwickler einfach nichts denken, Sachen einbauen und dann meinen, ja, das Spiel ist einfach noch nicht fertig. Und darunter leiden halt die Menschen schon. Auch eher die Vielzocker oder nicht gerade die Neuen. Denen ist es eine Hauptsache noch ein bisschen egal. Ja, es tut ihnen natürlich schon die. Was aufgeben, also die Motivation senken. Und die ganz harten, oder? Die bleiben dran. Aber wir müssen halt dann immer mehr leiden, weil sie ja mehr spielen. Ja gut. Vier sogar. Also hier muss ich jetzt momentan nichts investieren. Ich muss einmal Blockchance noch nehmen. Und dann hier unten investieren die drei. Und dann links davon die andere Not, die zusammenhängt. Also machen wir noch eins. Wir könnten rechts im Licht, weil wir könnten eigentlich... Ich mache einen längeren Part. Ah, hier hätten wir auch noch Unique. Und ich mache jetzt dieses Level und im nächsten Part das Unique und Set. Dann haben wir gleich auch schon fast den Boss erreicht. Also im nächsten Part vielleicht schon den Boss von diesem Monolithen. Den werden wir auch noch schaffen. Und ja, können bald auch die Keule tragen mit Leichtbildstrahl. Hilft uns natürlich noch tankiger zu sein. Wir machen viele Hits, also auch sehr viel Life Leech bekommen wir. Das ist doch nett. Ja, das Spectral Helix von Pass of Exile hat mir auch immer sehr gut gefallen, wurde aber zu heftig genervt. Ich habe jetzt diese letzte Season nochmals genervt, also jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr so gut und dann freut es mich natürlich umso mehr, dass der in Last Epoch der Hammer Throw natürlich schon noch OP ist. Also ich denke, der eine Node, wo man die nicht mehr schwingt, sondern alles raushaut, schwingen, Helix und so Sachen raushaut, also da, wo man auf jede Seite einen Hammer schießt. Und auch diesen Stun und so raushaut, dafür einfach viel mehr Schaden macht, der wird genug. Der hat. Kann ihn gleich mal zeigen. Der da. Enras Technik. Keine Spirale mehr, kein Quickly Multiplier per Chain. Und keine Crit Blast Chance mehr. Dafür immens viel mehr Schaden. Der wird genug. Auf jeden Fall. Ob jetzt da der Kreiselspirale auch genervt wird, dann muss er ziemlich stark sein, weil er nicht so viel Schaden hat. Ja, danke fürs Nicht-Gold, Anton. Das ist ja nett. Und die sind leicht, also diese Eisbälle, die machen keine Schaden. So, also, dann gucken wir noch kurz auf die Zeit. Tut mir leid, dass es bei mir halt so blöd ist wegen dem Monitor, der kaputt ging. Dann wir mal schauen, was ihr könnt. Müsst natürlich nicht. Und ja, ich wollte noch das Ding zeigen, hier Doppelsplit-Chance. Das habe ich im letzten Part, glaube ich, schon gezeigt, was da was gedruckt ist. Jo. Hier haben wir... Okay. Critical Strike Multiplayer ist eigentlich ziemlich gut, aber nicht für diesen Bild. Und hier müssen wir hier rein investieren.
Medium Sword, cool. Mehr Schaden. Wenn wir ein Schwert dann. Yes. Gut, dann mache ich dann direkt weiter und für euch geht's halt so für einen halben Tag. Bis dann. Tschüss.